Antisemitische Tendenzen gibt es seit vielen Jahren. Es gibt sie bei Rechtsradikalen, es gibt sie bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Es gibt sie auch bei Migranten, die aus antisemitisch ausgerichteten Ländern zu uns gekommen sind. Der Antisemitismus hat mit dem Verbrennen der israelischen Flagge vor dem Brandenburger Tor einen neuen Höhepunkt erreicht. Es gilt jetzt, entschieden und konsequent dagegen zu halten. Wer Antisemitismus predigt, hat in Deutschland keinen Platz. Wer in Deutschland Zuflucht sucht vor Verfolgung, der kann nicht Andersgläubige in Deutschland verfolgen. Und deshalb legen wir jetzt ein breites Bündel an Maßnahmen vor, mit dem wir in den kommenden Monaten und Jahren konsequent gegen antisemitische Tendenzen jedweder Art in Deutschland eintreten möchten.